Ein schnelles Auto, ein guter Fahrer, die neueste Technologie, ja, das Erfolgsrezept im Motorsport bis jetzt. Denn das Space Drive mischt die Karten neu. Was das genau ist und wie es funktioniert, darum geht's in diesem Video. Klingt total nach Sci-Fi. Was ist das eigentlich? Steer by Wire bedeutet, dass ich vom Lenkrad zu den Rädern keine mechanische Verbindung mehr habe, wie bei einer normalen Lenkung, sondern ähnlich wie zu Hause am PC die Befehle rein elektronisch erfasst werden und dann über den Computer die Vorderräder entsprechend gesteuert und gelenkt werden. Für die Zocker da draußen, die sagen, kommt mir bekannt vor, zum Beispiel aus dem Sim-Racing, exakt dasselbe Prinzip. Bevor wir zum Warum kommen, nochmal tief abgetaucht in die Tech-Zone. Space Drive, was ist das eigentlich technisch? Ganz genau. Beim Space Drive werden die Lenkbefehle durch den sogenannten Handwheel-Actor aufgezeichnet, der uns gleichzeitig das Rückstellmoment von der Straße per Force-Feedback wiedergibt. Die Lenkbefehle werden dann an ein Steuergerät übermittelt, von wo sie unten am Lenkgetriebe von einem Aktor gestellt werden. Im Prinzip würde das Lenksystem auch ohne ein Lenkrad funktionieren. Bevor das aber rechtlich erlaubt ist, dass Autos komplett ohne Fahrer fahren, ist natürlich für mich die große Frage, Space Drive, kann damit eigentlich jeder fahren? Damit kann nicht nur jeder fahren, denn das Space Drive-System kommt ja aus dem Umbau von Fahrzeugen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Ganz im Gegenteil. Durch Eingriffe ins Lenksystem können wir die Fahrsicherheit sogar noch erhöhen. Das klingt nach einem ziemlich intelligenten Safety-Feature, macht natürlich Sinn im Motorsport. Trotzdem überrascht mich die Erkenntnis, dass es aus einem völlig anderen Bereich kommt. Und wie das Ganze überhaupt entstanden ist, das fragen wir jetzt direkt den Erfinder. Mit Space Drive haben wir ein Steuerrad entwickelt, wo praktisch dreifach redundant ist, wo die Verzicht auf die Lenksäule bedeutet. Helfen tut es natürlich und erfunden und entwickelt worden ist es für behinderte Menschen. Die Idee war, an einer Autobahnraststätte, wo eine Frau ihren Mann verladen hat, vom Rollstuhl ins Auto rein. Und der sehr hoch querschnittsgelähmt war. Und die Frau hat gesagt, okay, der Mann kann nie mehr Auto fahren, weil er also so einen hohen Querschnitt hat. Und er kann nur noch fahren mit einem Joystick-Rollstuhl. Und das war dann die Idee, einen Joystick in ein Auto einzubauen. Und damit haben wir die Grundlage geschaffen für die größte Fahrzeugindustrie.